Ja, wir haben ja gestern lange diskutiert. Ich konnte meine Meinung mit anderen durchsetzen, dass wir uns nicht enthalten, sondern gegen das Gesetz stimmen. Es sind zu gravierende Grundrechtseingriffe. Es sind Einengungen gewerkschaftlicher und Arbeitnehmerrechte, während gleichzeitig das Kapital unangetastet bleibt. Und wir wissen, ich habe das ja beim wissenschaftlichen Dienst jetzt bestätigt bekommen auf meine Anfrage, dass in die Inzidenzien nicht die Grundlage sein können für eine solche Verengung der persönlichen Freiheiten mit Strafen von 25.000 Euro bis zu 5 Jahren Haft und so. Geht alles gar nicht. Nächtliche Ausgangssperre, irrsinniges Zeug. Also deswegen, wir haben dagegen gestimmt und das ist auch richtig so.